Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K16 Karrieremodus. Meine Karriere, my career mit Jeff Hardy, Boy, I'm Hansa-Fan. Und was war das für eine peinliche und selten dämliche Niederlage letztes Mal? Wir haben die ganze Folge Entrance angeguckt, ich habe dämliches Zeug geschwafelt und dann kriege ich diesen scheiß Aufgabegriff nicht durchgebrochen. Jawohl, erstes Match nach einer Minute verloren. Baron Corbin wird bestimmt auch ziemlich sauer gewesen sein auf uns. Und ja, NXT Champion Balor kann ein bisschen angeben. Nein, ja. Es ist unser erstes Match gewesen, mein Gott. Wir haben mehr Hype-Traum gemacht, als es am Ende war. Jetzt geht's weiter gegen Curtis Axel, gegen Axelmania. Und ich würde sagen, da holen wir uns den ersten Sieg. Das muss doch wohl zu schaffen sein. Von daher, auf geht's. Idee und Tami gegen Bo Dallas. Und dann geht's hier gegen Curtis Axel. Entrance ist aus zum Match. Auf geht's hier. Gar nicht lang schnacken. Und heute muss der erste Sieg hier, beziehungsweise wenigstens ein mindestens 3-Sterne-Match. Also, das war ja letztes Mal, boah. Hey, ehrlich, ich komme mit diesen Aufgabetechniken noch nicht klar. Ich weiß, drehen, 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 aber irgendwie hat das gar nichts gebracht. Irgendwie ist da überhaupt nichts zustande gekommen. Aber gut, auf geht's. NXT gegen Curtis Axel. Und was kommt da? Tyler Breeze stürmt zum Ring. Was will der denn hier? So, erstmal Schlag und Dropkick gegen Axel. Tyler Breeze, der schwirrt da unten so ein bisschen umher. Weiß nicht, ob der was von uns will oder von Curtis Axel, das ist natürlich die Frage. Nah. Oh, und da gibt's Schlag hier gegen Axel. So, Whippin angesetzt von Axel. Dropkick. Von Axelmania. So. Holt da Jeff Hardy wieder auf die Beine. Jeff Hardy hat den Anfang des Matches so ein bisschen verschlafen. Und der Backbody Drop. Von Axel. Elbow hinterher. Jetzt aber der Konter von Jeff Hardy. Aber nächste Konter von Axel gleich mal hinterher. Und nächster Elbow. Also der X-Man. Der hat hier ein bisschen Vorteile jetzt im Match. Hat hier Jeff Hardy ein bisschen unter Kontrolle auch. Also irgendwie waren die Performance Center Matches einfacher. So, ich komme hier gerade gar nicht klar mit den Kontern auch. So, jetzt aber der Konter und der DDT. Von Jeff Hardy gegen Axel. Tritt hinterher. Nächster Tritt. So, Axel kommt hoch. Jeff Hardy hier jetzt mit dem Chop. Und der Whippin in die Ringecke. Und der Dropkick hinterher. So, Axel liegt in der Ecke. Nee. Jetzt aber noch ein... Schade, ich dachte ein Sidekick. Nächster Konter war von Jeff Hardy. Aber auch Axel. Es geht hier wirklich hin und her. Nächster Konter, Jeff Hardy. Armdrag und... Jetzt der Armbar. Nee. Side Rush Leg Sweep. Also Jeff Hardy versucht sich hier ins Match zurückzukämpfen, nachdem Axel ja die Anfangsphase ganz gut drauf hatte. Hier, nächster Whip-In in die Ringecke. Und dann gibt es jetzt hier den Leg Drop vom mittleren Seil von Jeff Hardy. Jawohl. Und ein bisschen Taunten. So, was der gute Tyler Breeze da draußen will, weiß ich immer noch nicht. So, jetzt erstmal hier Inverted Suplex. Jawohl. Also Jeff Hardy in diesem Match hier kann er viel mehr zeigen als im Tag Team Match zu Beginn. Aber Fireman's Carry von Axel und der Belly to Belly. Und ist das Cover schon. Aber Jeff kommt schon raus, bevor der Ringrichter bis 1 zählen konnte. Jetzt die Beinschere über den Kopf. Und ein Elbow auf die Stirn von Hardy. Konter allerdings. Und der Sidekick. Er sitzt. So. Was gibt's jetzt von Jeff Hardy? Auch ein Aufgabegriff, wie es aussieht. Jawohl, so ist es. Aber Axel kommt raus. Und der Frankensteiner. Running Frankensteiner von Jeff Hardy. Also er kann so langsam die Kontrolle dieses Match übernehmen. Sieht ganz gut aus für den Charismatic Enigma.
Jetzt setzt er. Ne, jetzt gibt den Sneak Eyes. Und aufs oberste Seil jetzt. Das gibt's. Den Splash. Vom mittleren. Oberste Seil, sag ich schon. Vom mittleren Seil. Natürlich war richtig. Und gleich haben wir schon ein Signature zusammen. Konnte allerdings hier von Axel. Von Axel. Aber gleich kommt Hardy raus aus dem Cover. Aber wieder diese Beinschere und die Elbows auf die Stirn von Jeff Hardy. Axel versucht hier vor allem den Kopf zu bearbeiten. Ah, wieder zu spät. So, er zieht hier Hardy schon mal in die Mitte. Und da gibt's einen Knee Drop. Meine Güte, der war ganz schön hoch angesetzt von Axel. Und wieder Axel mit dem Dropkick ins Genick, in den Nackenbereich von Jeff Hardy. Aber jetzt der Konter. Und wir haben schon einen Finisher zusammen. Warum war das ihm einfach den Signature, den wir gekontert haben? Von ihm? Hat keine Mitte gekriegt. Das war ja natürlich sehr gut. Sehr passend. Auch ja, Sleeperhold angesetzt. Jawohl, Sleeperhold. Das geht in die Schere. Ja. Also ich drehe das Ding hin und her. Hab so immer ein paar Mal rumgedreht. Und das Ding hat sich gar nicht bewegt. Also wie das Ganze nur funktioniert, weiß ich immer noch nicht. So, nochmal Running Frankensteiner. Und Jeff Hardy, also den Finisher brauchen wir jetzt noch nicht ansetzen, denn der wäre jetzt noch nicht durchgegangen. So, nochmal Whippin da in die Ringecke, Dropkick. Und weiter geht's hier. Und zu Sit-Down Powerbomb. Ist ja gar nicht schlecht aus. So, kann man mal ansetzen hier gegen Axel. Mal gucken, ob er rauskommt schon mal. Jawohl, er kommt raus. So, jetzt machen wir mal selber so einen Move hier. Wir schlagen Axel mit den eigenen Waffen. Elbow auf die Stirn. Genauso muss es sein. So, Hardy holt Axel nochmal auf die Beine. Nächster Sleeperhold angesetzt. Jawohl, wieder in die. Ja, also, wie gesagt, ich kann das Ding drehen, wie ich will. Das bewegt sich nicht so, wie ich will. So, und jetzt, was macht Tyler Breeze denn? Da hat er irgendwelche Worte zu Jeff geworfen. Und dann kommt Axel von hinten mit einem Backbreaker. Hat er sich ablenken lassen, der gute Jeff Hardy. Jetzt kommt Curtis Axel vom Tipp mittleren Seil mit einem Elbow angeflogen, glaube ich, was. Oder am Vorarm. Jetzt kommt hier nochmal ein Elbow. Und Axel hat schon wieder einen Signature. Wie geht das denn? So, nächster Konter von Jeff Hardy. Und der Sidekick hinterher. Signature ausgekontert, sehr schön. So, jetzt der Whippin in die Ringecke. Und jetzt müsst ihr jetzt den Whisper in the Wind geben. So ist es. Er sitzt. Cover hinterher, aber Tyler Breeze kommt da an die Ringecke. Und das ist hier nicht den Erfolg gibt. Axel kontert hier. Jeff Hardy in die Ringecke jetzt. So. Nochmal den Leg Drop hinterher. Und das Cover. Nein, Axel kommt raus. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Erholung hier, dass wir nochmal den Finisher zeigen können. Axel kommt sogar wieder auf die Beine ganz schnell. Na, meine Güte. So, jetzt abgetaucht vom Close, aber da kommt Axel nochmal. Cover. Aber Jeff Hardy kommt wieder raus. Puh. Spannendes Match auf jeden Fall hier. Jetzt müssen wir Axel irgendwie noch in die Nähe der Seile bekommen. Ah, zu früh gekontert und dann gibt's hier. Eieieiei. So, Axel jetzt aufs oberste Seil. Was zeigt er von da? Zu spät gedrückt, verdammt. Knee Drop, ein Flying Knee zeigt er. Und erneut den Signature gekontert von Axel. Oh, haben wir noch einen zweiten Signature? Ich guck mal kurz. Ja, ein Twist of Fate. Ecke von vorn, na bitte. Signature. Hey, es gibt wieder den Whisper in the Wind. So, aber dann von mir aus gleich hier den die Swanton Bomb hinterher.
Und jawohl, da ist sie. Die Swanton Bomb, Cover. Was? Was ist denn nun los? Tyler Breeze schon wieder. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus hier. Also den brauchen wir uns hier ja nicht reinziehen. Gibt es hier den Schlag gegen Tyler Breeze? Und ein Dropkick. Und wieder rein in den Ring, komm. Und Dropkick in Axel. Und das Cover hinterher. Nein, Axel kommt raus. Mann! Puh! Was für ein tolles Match hier. Wir hatten einen schlechten Ringkörper. Tyler Breeze lenkt den Ringrichter ab. Sidekick nochmal. Nochmal Cover. Und wieder kommt Axel raus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Na, was können wir hier noch groß zeigen? Wir haben ja alles gezeigt, was wir hier schon haben. So. Suplex. Angesetzt. Durchgebracht. Aber das nagt natürlich auch an den Kräften. Das zerrt an den Kräften von Jeff Hardy. Oh, Axel kommt auch schon wieder auf die Beine. Ein bisschen taunten hier. So, geht's wieder ab in die Ringecke. Und ja, mal wieder den Leg Drop. Eigentlich wollte ich was anderes zeigen. Gut, Cover hinterher. Jetzt geht er durch. Also, nach dem Leg Drop gewinnt Jeff Hardy hier sein erstes Match bei NXT. Und das sah gar nicht schlecht aus. Tyler Breeze hat sich's noch gelassen einzugreifen nach diesem Leg Drop. Hier nochmal ein Dropkick von Axel in den Nacken. Dann haben wir hier den Dropkick in der Ringecke. Ein Cover, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Eher noch ein Signature, will ich sehen hier. Jawohl, da haben wir zum Beispiel den... Ne, das war, glaube ich, der Leg Drop zum Sieg hier jetzt. Schön gemacht. Klasse Leg Drop. Und hat das... War, jawohl, das war das im Cover. 1, 2, 3. Der Sieg für Jeff Hardy, sein erster Sieg bei NXT. Jawohl. Es ist vollbracht, Gott sei Dank. Und zwar auch gleich ein 4-Sterne-Match, das ist doch super. Tyler Breeze, was der hier wollte, das, ja, werden wir vielleicht noch rausfinden irgendwie. Über Social Network oder so. Social Media. Und da gibt es sogar noch eine Attacke. Nee, Jeff Hardy darf unter dem Applaus der Zuschauer den Ring verlassen. So, deine Beziehung ändert sich je nach Ergebnis des Matches. Veränderungen der Beziehung erkennst du an den blinkenden Balken. Rot steht für schlechte, blau für gute Beziehung. So, Itio Itami, Finn Balor haben wir gute Beziehung. Curtis Axel, ja, sehr schlecht. Und Tyler Breeze, oh meine Güte. Also ich denke mal, Tyler Breeze wird unser erster Fehlgegner, wenn das hier so aussieht. Curtis Axel ist Face, okay. Ja, das war so der erste Sieg hier bei NXT. Hoffe, euch das hat wieder gefallen. Ah, jetzt gibt es noch ein Interview mit der guten Renee Young. This is my guest tonight. Let's talk about Tyler Breeze. Oh. Ja, Tyler Breeze hat... He interrupted your match tonight to ambush you. Have any thoughts you want to share on that? Ja, angegriffen hat er mich jetzt ja nicht, ne? Ja, läuft es eben. Er ist nicht auf meinem Level. Ich bin immer bereit. Er hat wohl Angst. He's lucky it was a cheap shot that got me. If we were face to face in that ring, I'd break him and end it right then and there. But instead, he must be scared waiting right now. He knows I'm waiting for the right moment to get at him. I'm going to get my revenge when he least expects it. Ja, doch, das ist eigentlich ein tolles Interview. Tolles. There you have it. Back to you, Cole. Ein tolles Statement, also schick gemacht auf jeden Fall auch, nur die Worte von Renee Young sind für mich ein bisschen zu eintönig. Das kann ich ja schon nach dem zweiten Interview sagen. Das hat sich schon sehr wiederholt angehört. Aber ja, doch, das war, glaube ich, eine gute Antwort. Es war Glück, dass ein Hinterhalt war. Im Ring hätte er mich... Hätten wir ihn... Hätte Jeff Hardy ihn zerstört. Also. Dein Rang ist gestiegen. Yeah. Platz 8. Wunderbar.
Also, schauen wir nochmal weiter, ob wir uns gleich wieder stärken können. Jetzt glaube ich am besten auch. Oh, Xavier Woods habe ich gesehen. Und R-Truth gegen Sincara Galisto. Warum Xavier Woods alleine? Weiß man nicht. Finn Balor hier schlägt Sami Zayn. So, Mai 2016 sind wir also. Und es geht gegen Tyler Breeze. Also, da haben wir also das erste Aufeinandertreffen mit unserem großen Rivalen, mit unserem ersten großen Rivalen gegen Tyler Breeze. Das kann also ein ganz interessantes Match werden. Ein bisschen Rache, nachdem er hier uns unterbrochen hat, wenn wir trotzdem gewonnen gegen den guten Curtis Axel. So. Hier schauen wir gleich mal rein hier. Armkraft. Ja doch, Armkraft wollten wir ein bisschen verstärken. Können wir nicht. Wieso nicht? Achso, wir haben erst 150 Punkte. Aha, okay. Wir haben nicht viele Punkte bekommen. Fähigkeiten. Fähigkeitenbildschirm. Hier kannst du besondere Eigenschaften für deinen Zusatzer kaufen. Diese Fähigkeiten bringen besondere Vorteile, die in entscheidenden Momenten eines Matches helfen können. Ja, hier können wir doch bestimmt zusätzlichen Fähigkeitenplatz. Den brauchen wir erstmal, ne? Ne, erstmal brauchen wir natürlich hier springen irgendwie, ne? Gut, wir haben noch nicht viel Geld. Teamwork, unfair. Oder wo ist das? Oder Talent. Talent, glaube ich, ist das mit dem Springen, ne? Talente. Meine Karriere-Tutorial immer noch. Talente-Bildschirm. Talente bringen unsere... Also, das sind die Moves, die in der Match entscheiden können. Kaufen und rüsten Talente aus. Da sie im richtigen Moment sehr nützlich sein können. Na klar. Kombo-Treffer. Zweiter Finisher. Show-off. Seilspringer. Vor auf die Ecke, wenn... Genau. Ja. Mache von oben Seilsprungangriffe. 21.000 VC brauchen wir dafür. Wie viel haben wir momentan? Wo steht unser Geld, was wir zur Verfügung haben? Hallo. Haben wir einfache Aktionen, Spezialmove-Aktionen, Spezialaktionen, OMG-Moment. Ja, da haben wir also das. Also, ihr braucht mir nicht mehr sagen, wo ich die Dings herkriege. Ich hab's selber gefunden. Aber wo steht unser... Ach, 0. Okay, wir haben momentan 0 VC. Gut. Ja, Leute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Mit dem Match gegen Tyler Breeze. Oh my God, it's Tyler! Schon wieder mal. Tyler Breeze, den haben wir ja schon im Performance Center auch sind uns ja mit ihm begegnet. Von daher, ja, weiß ich gar nicht, was der Typ hat. Weil er gegen uns verloren hat mal. Mein Gott. Aber gut, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir wieder einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich würde ich mich mal selber ein Abo freuen. Und dann schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Beim Hansa-Fan bei WWE 2K60, Karrieremodus mit Javadi. Haut rein, ciao, ciao. Euer Hansa-Fan, macht's gut.